Der Schluss dort mit dem Benny Plus, der hat mich fast geschockt. Ja, mir nicht. Aber es war gleich eine knappe Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Wir haben super gestartet. Wir haben schlecht das zweite Drittel gespielt. Und im dritten Drittel haben wir wieder das Hockey gezeigt, wo wir müssen spielen gegen sie. Die schnell hinten raus und so sind sie zu wenig Chancen gekommen. Wir haben vorher gemacht, wir hatten auch noch zwei weitere Chancen zum Goal schießen. Sie sind leider nicht reingegangen, sie haben auch noch zwei Chancen. Über das ganze Spiel sind wir besser gewesen und darum war das Glück auf unserer Seite gewesen. Der Philipp Fuhrer macht selten Goal. Im fünften Spiel gegen Servette 1-1. So ein ganz, ganz wichtiges Goal. Und jetzt heute das Game-Winning-Goal. Ja, ich spare es immer auf für die wichtigen Spiele. Nein, ich bin natürlich glücklich, dass ich im Team helfen konnte. Und dass jetzt das Game-Winning-Goal ist, das ist schön, aber es zählt der Sieg. Und je länger dass die Playoff-Serie dauert, desto besser kommt auch der Philipp Fuhrer in Fahrt, nach dem langen Unterbruch. Ja, sicher. Es war eine lange Zeit gewesen. Es war ein schwieriges Comeback gewesen, gegen Genf zurückzukommen. Es war ein schnelles Spiel gewesen und ich habe den Rhythmus gefunden in der letzten Serie schon. Und jetzt sicher komme ich nahe zu meinem besten Hockey. Es gilt es, die Euphorie zu bremsen nach dem 2-0 in der Serie und nicht allzu fest abzuheben. Aber das wisst ihr, das kennt ihr ja, das ist das Übliche, was uns in der Situation zu meistern gilt. Da sind wir alle Profis genug und wir wissen, dass der dritte Sieg extrem wichtig ist. Und vor allem jetzt, wenn man 2-0 vorne ist, müssen wir den dritten Sieg holen, psychologisch, was weiter Verlaufen dieser Serie anbelangt. Und deswegen werden wir Vollgas am Dienstag parat sein und wir unbedingt gewinnen. Merci, Philipp Fuhrer. Ryan Gardner von mir. Nein, lass mich nicht verwünschen. Das ist natürlich der Andreas Henni im Lilibli von Ryan Gardner. Der hat lieber wirklich auch richtig mitgespielt, als nur auf dem Matchblatt figurierend. Ja, also im Moment geht es so, wie es ist. Ich bin froh, dass mir besser geht nach jetzt einer sehr langen Verletzung. Mein Fokus im Moment ist, dass ich dem Team helfen kann, wie ich mir helfen kann und was ich machen kann. Also das ist überhaupt nicht in dem Sinn, dass da irgendeine Bitterkeit ist wegen dem Nichtspielen. Ich war sehr lange draußen und bin jetzt da, wenn etwas passiert. Es geht jetzt darum, dass wir da erfolgreich spielen. Die übliche Frage ist, ist es nicht fast einfacher, wenn man aktiv mitspielt, als wenn man nur muss auf der Bank hocken? Ja, ich bin jetzt gewöhnt. Ich habe eine gewisse Zeit das Spiel zugeschaut, als ich verletzt war. Ja, nervlich ist. Ist es manchmal ein bisschen schwierig und schöner, wenn man ein bisschen zappeln kann, wenn es einen berührt und wenn es um viel geht, ist es sicher immer schöner zum Mitspielen, das ist ganz klar. Ich bin froh nach der Verletzung, die ich jetzt gehabt habe, dass ich doch wieder an einem guten Punkt bin und ja. Es war knapp vom Resultat her, auch vom ganzen Spiel an sich. Ist es 2-0 für den SCB, das ist nur eine Vorentscheidung, dann eine Entscheidung nicht gewesen. Nein, natürlich ist das keine Vorentscheidung. Also, da haben wir ja jetzt auch in diesen Playoffs viel zu viel gesehen, dass man so etwas könnte glauben. Es ist extrem eine enge Affische. Das hat man gewusst vorher. Sie haben ihre Stärken, wir haben unsere. Es kommt darauf an, wer sein Spiel besser macht. Sobald wir ihnen etwas geben im zweiten Drittel, dann ist es sofort sehr schwierig. Wenn es uns gelingt, so zu spielen, wie wir es wollen, wie im ersten und im dritten, dann können wir gut mithalten. Merci Andreas Henni und gute Besserung.